Julia und René wohnen auf 200 Quadratmetern. Im Frühjahr 2015 erfüllte sich das junge Pärchen ihren Wohntraum in Peilstein. Im Oktober sind sie eingezogen. Und vor Baubeginn wurden schon viele Details besprochen, auch wie der Boden aussehen soll. Da sind wir eigentlich schon, bevor wir mit dem Hausbau angefangen haben, das erste Mal zur Firma Keramo gefahren und haben sich da einmal im Schauraum einfach ein wenig umgeschaut und ein wenig Informationen eingeholt. Da haben wir dann einmal ein grobes Angebot gekriegt, dass man einfach einmal ein wenig zum Kalkulieren auch schon ein wenig ein Gefühl gehabt hat. Und dann ernst ist es eigentlich oft erst geworden, wie der Rohbau schon gestanden ist. Im Rohbau wirkt immer alles anders. Mit der 3D-Planung kann man sich das besser vorstellen. Keramo ist auch aus Peilstein, wird von zwei Freunden geleitet und sie verkaufen nicht nur Fliesen, sondern sind quasi wie Innenarchitekten. In der Küche hat sich die Familie Fliesen vorgestellt. Was immer wichtig ist in der Küche, ist der Übergang von einem anderen Boden zu Fliesen. Dass es ein warmer Farbton ist, es ist hygienisch. Wenn Kinder vielleicht was am Boden schütten, es ist schnell weggewischt, es ist immer sauber. Es ist sehr robust und kratzfest. Im Bad wurde mit drei verschiedenen Fliesen gearbeitet. Fliesen in Holzoptik, Anthrazit und Weiß. Bei der Planung wird bei uns geachtet, dass nicht zu viel Fliesen eingebaut werden und dass gewisse Teile sehr betont werden. So wie zum Beispiel die Badewanne oder auch die Dusche. Was wir gern machen, was wir gern ausführen, das sind Gärungsschnitte auf Fliesen. Das schaut aus, wie wenn das ein Badewanneblock dann wäre. Also es verschwinden Fugen. Eine moderne Dusche wird bis zur Glasoberkante verfließt. Es ist wichtig, wenn ich nachher dann abziehe, dass das eine Ebene ist. Und egal ob Neubau oder Sanierung, in Peilstein und Helmondshöht gibt es Schauräume von Keramo. Und auch nach den Weihnachtsfeiertagen sind die Fliesenprofis im Einsatz. Nur Termine sollten vorab ausgemacht werden.